Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 und einen wunderschönen guten Morgen im amerikanischen Outback. Ja, wir sind bereits in Folge 324 und wir sind gerade dabei, den Joghurt schlecht werden zu lassen. Theoretisch ja, weil wir haben kein Kühlhaus. Deswegen habe ich mir auch gedacht, auch ein Unterstellplatz würde doof aussehen, weil würde auch nicht helfen, das Zeug würde eh schlecht werden. Ne? Ist ja nun mal so. Aber wir können es hier nicht stehen lassen, weil wir sonst unsere Produktion nicht weiterlaufen. Und ich habe jetzt hierfür jetzt kein Zwischenlager gehabt. Und da wir eh relativ wenig Gabelstapler-Action haben hier, habe ich mir gedacht, machst du mal Gabelstapler-Action. So, ich fahre da jetzt kleine Häufchen mit hin. Guck mal. So ist, glaube ich, gut. Hier fahren wir jetzt hin. Hier stellen wir das gute Stück jetzt ab. So. Okay, machen wir das nicht. Ist immer sehr schwer, irgendwie das abzusetzen vernünftig. Irgendwie will das meist nicht so. So, gut. Jetzt seht ihr, da haben wir Joghurt stehen. Hier haben wir jetzt gerade, ne? Seht ihr selber, die Milch hingestellt. Dann stellen wir da in die Ecke mehr rein, dann jetzt den Kefir. Und falls wir nochmal Butter haben, die den Preis auch schlecht hat, werden wir die Butter dann einfach dann hier heranstellen. Das heißt also, da haben wir dann ja, ein kleines Außenlager gemacht. Ich hätte es natürlich jetzt auch mit Hängern machen können. Ich hätte jetzt die anderen beiden Hänger nehmen können, hätte noch welche dazu gekauft und hätte gesagt, okay, ne, wir machen erstmal die Hänger voll und wenn die Hänger gut sind, dann verkaufen wir das Ganze. Können wir natürlich auch noch machen. Ist wahrscheinlich vielleicht sogar die sinnvollere Idee. Aber ich werde das jetzt erstmal hier runternehmen, dass die Produktion hier läuft. Wir werden für die andere Frucht, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich für die, ich glaube Erdbeeren hatten wir verkauft, für die Erdbeeren werden wir mal noch so ein Lager hinsetzen, wenn es denn soweit ist. So. Ne, jetzt können alle Produktionssachen hier weiterlaufen. Für die Erdbeeren werden wir da auch nochmal ein Lager hinsetzen. Wir haben ja die letzten Male da die Fruchtlager aufgebaut. Das funktioniert hier einwandfrei. Und wie gesagt, mit den Hängern hier, wir bräuchten dann theoretisch den einen zum Fahren. Der ist ja auch hier vorne an unserem Traktor da hinten dran. Ne? Und dann hätten wir jetzt hier für zwei hätten wir noch stehen. Das wäre für zwei von den Produktionen. Das heißt, wir bräuchten noch zwei. Wir können ja mal gucken, wie teuer der Spaß ist. Ich glaube, die sind unter Ballentechnik. Ich will nicht unken, aber ich meine, ja, da sind sie. Ja, kostet 19.000 so einer. Ne? Ist also billiger wie ein Lager. Aber in dem Lager gehen noch 100 Paletten rein. Also da können wir richtig einlagern. Wir können also noch zwei solche Lager nehmen, zwei solche Wagen nehmen und würden halt immer denen da ranfahren, runterladen und fertig. Aber wie gesagt, das müssen wir eh mit dem Stapler machen. So kostet das nichts und wir haben zwei Stück zum Wegfahren. Oder wenn von allen die Preise gut sind, können wir einfach mal alle nehmen und wegfahren oder wie auch immer halt. Ne? Finde ich also schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. So, wir gucken noch mal hier hinten. Hier fehlten ja Paletten, die hatten wir hergebracht, das ist alles super, der Zuckerrübenpart ist auch okay, das Ganze läuft, Zuckerproduktion läuft, Holz, das ist wahrscheinlich eher der Knackpunkt, 7000 ist nicht mehr so exorbitant viel, und wir werden jetzt mal hier gucken. Ich weiß nämlich nicht, ob die 1800 schon eine volle Palette ist. Deswegen gehen wir jetzt mal hier ran, machen die Hilfe an und stellen fest, ja, ist es. Ne? So, Karton ist voll. Die werden wir also auch zur Seite fahren. Und können wir theoretisch gehen ja auch verkaufen. Und ja, wir haben Hackschnitzel noch einigermaßen drinne und Leerpaletten eher dürftig. Aber das kriegen wir hin. So, okay, dann hüpfen wir mal hier rein. Nehmen wir die gute Palette hier weg. Mal vernünftig drunter fahren, ne, wie es halt so ist. Ah.
So ist besser. Ein bisschen ranrücken lassen. Dankeschön. So, die Produktion läuft. Kippel, kippel. So, dann wollen wir mal gucken. Gibt es da einen vernünftigen Preis für? Ja, der Preis ist gut. Und zwar auch beim Zentralhandel. Das war okay. 1800, das sind wieder ein paar Tausend, die wir da mitmachen. Das ist doch kein Ding. Dann können wir auch mal gucken, der Zentralhandel. So, ich werde hier mal so ein bisschen das einfach wieder neben stehen lassen. Wow! Hast du das gesehen? Was ist denn für Geschleuder? Ich stelle mal die kleine, ja, ich sag's jetzt, wie es ist, Schleuder hier mal hin. Liegt natürlich daran, dass ich ein bisschen meine Gabel ein bisschen weit unten hatte. Da haben wir echt kleinen Brummkreise gehabt, würde ich sagen, was? So, aussteigen. Ne, falsch. Licht ausmachen, aussteigen. Wir wollen nicht keine Batterie kaputt gehen lassen. So, wo sind wir denn? Hier, so, wie sieht es jetzt hier aus? 1108 und Dings. So, wo haben wir denn Melasse? Melasse, Melasse, Melasse. Haben wir da? 5000 glatt, Zucker bringt nichts. Okay. 5000 glatt ist normaler Preis. Und die Fahrt dahin muss sich ja auch lohnen. Ne? Das ist ja nun mal. Also würde ich sagen, wir nehmen mal den freundlichen Kollegen hier. So. Wir machen hier nochmal Licht an. Wir machen hier nochmal das freundliche U an. Dann wird er jetzt hier unsere schöne Kartonpalette aufladen. U wieder aus. Jetzt fahre ich hier einmal um die Hütte rum. Und fahre so, dass ich nur die Melasse aufnehme, weil der Zuckerpreis war nicht gut. Komme ich hier hinten rum. Ich hätte es auch noch ein bisschen enger bauen können, aber ging auch so, ne? Meter weiter vorne wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. So, wir gucken mal. Ich mache das U an. Boah, ich will echt nur die Millimeter fahren, dass er gerade die Melasse lädt und U wieder aus. Seht ihr? So, ja, okay. Was soll ich sagen? Es geht los und wir verkaufen den Spaß, ne? So einfach ist es. Wir wollen ja gleich unseren Kram hier gegen finanzieren. Wir haben ja schon für 10.000 ein paar zerdrückte Früchte verkauft. Also ich meine jetzt tatsächlich ne, Obst in dem Sinne verkauft und werden jetzt auch mal eine Runde den Spaß hier verkaufen, um unsere Lageranschaffung da ein bisschen zwischen zu finanzieren. Ich fange natürlich deswegen mal an, richtig schön eierig zu fahren hier. Das hat man da ja nichts von. Und dann gucken wir mal. Wetter ist immer noch bescheiden, also es passiert nichts. Also wir verpassen auch nichts auf die Karte, weil wir könnten nichts ernten, wir könnten nichts machen, es ist aber nichts da. Wir könnten vorspulen, klar, das könnten wir, aber hier erledigen wir halt so noch ein paar schöne Sachen. Und ich fand die Lageranschaffung da nicht so wild und ich bin auch eindeutig auch gewillt, das andere Lager auch noch zu investieren. So, da gucken wir. Hier fahren wir drauf. So. Und so laden wir ab. Und dann sollten wir hier eigentlich wieder eine kleine Gegenfinanzierung kriegen. So simpel ist es. So, gut. Was wir jetzt machen, ist eigentlich ganz simpel. Wir gucken mal nach den Beständen. Da seht ihr, das haben wir insgesamt schon über 23.000 eingenommen. Haben schon fast ein Lager wieder raus. Das ist okay. Und wir haben die Früchte nicht verkaufen müssen für ein Apfel und ein Ei. Und das Ganze in die Produktion zu geben, hat sich nicht gelohnt, weil da sind eh noch ziemlich viele Früchte drin. Und das Ding produziert, also ich muss zustimmen, die Molkerei produziert sehr langsam. Ja? Dafür macht man auch relativ gutes Geld damit. Aber ich muss zugestehen, ich hätte lieber jetzt, was weiß ich, 25% weniger und dafür aber die dreifache Produktion. Dass ich halt dann auch mehr anbringen muss, mehr ranbringen muss, das ist mir klar, aber ich könnte im Endeffekt natürlich mehr Kohle machen über die Masse, ne? So simpel ist es. Fände ich angenehmer. So, gut. Ich lasse ihn mal hier kurz stehen. Wir machen ihn aus. Wir skippen mal eine Runde. Genau, Mist wegladen. Das könnten wir natürlich auch noch machen. Stimmt auch. Da sind wir über dem Kleinen. So, hier sind wir beim LKW. Hier steige ich jetzt aus. Weil wir werden jetzt einmal hier rüber springen. Und wir werden mal in die Fleischerei-Ecke gehen, weil die Preise für die Fleischgeschichten waren, wenn ich mich nicht täusche, beide gut. So, also gucken wir. Wow. 13.000. 20.000. Keine Tiere mehr da. Ich würde sagen, das schreit nach einem Kühltransporter.
Einmal den Kühltransporter bitte und dann wird der Spaß weggebracht. So simpel ist es. So, hier sind wir schön am Fahren. Machen den Spaß mal an. Und dann geht's los. Kühltransporter hin und dann werden wir die beiden Ladungen mal verticken. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Taler gemacht. Weil die Preise sind echt gut. So, hier rauf. Mit Schmackes um die Eck. Wie man schön sagt. So. Ja, ging alles gerade noch mal gut. So. So. Ja. Da haben wir. Sehr schön. Versuche gleich mal schwer rumzukurbeln. Schwer rumzudrehen. Ja, der Zaun kommt hier manchmal ein bisschen früh. So. Jetzt einen kleinen Knick hinten rein. Und schön gegen das Tor gefahren. So muss das sein. Gut, da haben wir den ersten Part schon drin. Falls ihr gerade etwas geraschelt habt, das war ich hier irgendwie so, aber macht nichts. Also mir nicht, ich hoffe euch auch nichts, aber so. So, erste Ladung wird verkauft. 13.000 zu, ich weiß nicht, war ein guter Preis, der Rest ist egal. Ne? Der eine war stehend, der andere war fallen. Ich weiß nicht mal, was war. Ich werde soweit grünes beides jetzt verticken. Ob das andere noch 5 Euro steigt oder nicht, das ist mir jetzt in dem Sinne gerade egal. Wir wollen den Spaß jetzt, solange es regnet, wenigstens erstmal vom Tisch haben. Es sind nämlich auch keine weiteren Tiere in der Produktion. Das heißt also, wir können, oder in der Verwertung, muss man ja eher sagen, das heißt ja im Endeffekt eine Viehverwertung. Und deswegen haben wir dann auch keine Bestände mehr da rumliegen, die in unseren Kühlhäusern rumgammeln. Weil mit der Zeit wird er nicht besser. Ne? Der Kühlhäuser, keine Gefrierhäuser. So. Hier rauf. Hier rein. Und hier ran und hier vorne verkauft. So simpel ist es. Hier müssen wir hin. Das ist einfach nur ein Übergabepunkt, dass es an die Bahn geht sozusagen. So, 124.000. Da haben wir sämtliche Lager, die wir auch jeweils nur irgendwann mal haben könnten. Haben wir damit sowas von gegenfinanziert, dass einfach schlecht davon wird. Schöne Runde um die Aloe da rumgekurvt. So, schön hier rum und hier wieder raus. Kriegen wir auch hin. Und dann gehen wir mal eine Runde das andere gute Zeug holen. Das dürfte sogar noch mehr einbringen, die nächste Ladung. Die wollen wir dann auch noch an den Mann bringen oder Frau oder wer auch immer es kaufen möchte. Hauptsache, die haben das Geld für uns. So, wir sind unterwegs. Da sehen wir mal den ganzen Castor Food Inc. mal fahren. Sind sauber rumgekommen. Ich hoffe, da uns das jetzt gerade hier zwei solche, ne? Barrikadenfahrer, na, da kommt noch einer um die Ecke, seht ihr? Der fährt mittig, ne? Stumpf mittig. Selbst wenn ich jetzt zu dem LKW ihn jetzt hier entgegenkommen würde, das wäre ihm voll. Oh Gott, da kommt einer. Dem ist das auch vollkommen egal. Komme ich hier irgendwo an ihm vorbei? Er ist stehen geblieben. Das war halb höflich wenigstens von dem. Ich musste ja nicht ganz brechen auf Bußstadt. Da kommt der nächste, vor dem sind wir aber zum Glück schon weg. So, ich würde sagen, wir holen jetzt noch fix hier noch eben das andere gute Zeug raus. Dafür müssen wir uns das Tor jetzt ganz rechts bemühen, glaube ich. So, hier werden wir schön rum gucken, ob das schon so hinhaut. Ich glaube, ich bin zu scharf eingebogen. So, dann machen wir das so. Wir wollen ja nicht halt entgegenfahren. So. Okay. Hallo? Bin ich jetzt blind? Habe ich das da schon weggeholt? Nö. Oder? Kann ich nicht mal gucken? Ne, hier ist er bestanden.
Also irgendwie will er mich jetzt hier gerade nicht und ich weiß nicht warum. Ich kann gerne mal versuchen, da nochmal gerade ranzufahren. Willst du es jetzt laden oder immer noch nicht? Irgendwie immer noch nicht. Okay. Will er mich hier ärgern? Ich wollte das eigentlich noch sauber in dieser Folge fertig haben. Jetzt kommt er mit zum Theater hier und lässt dann hier den Kram nicht laden, ne. Los, gib das Zeug her. Das gibt's hier gleich echt Ärger. Bam. Schön gegens Tor gefahren. Aus 8 Kilometer Entfernung kann ich es jetzt laden. Das ist natürlich ein Traum, ne? So, aber wir haben das Zeug drin. Was wollen wir mehr? Dass es schneller gegangen wäre, ich weiß. Und dass es mehr Geld bringen würde, ich weiß. Dass es mehr wäre, ist auch irgendwie klar. So, aber, wie ihr seht, fahren wir los. Und ich würde sagen, das ist auch genau das, was wir jetzt noch eben machen. Auch wenn die Folge dann heute vielleicht ein Minütchen länger dauert. Ja, was kann ich natürlich machen während der Fahrt? Ich kann natürlich schon mal meinen wunderbaren, standardmäßigen Floskelabgang hier erzählen. Indem ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen bedanke. Hoffe, dass es euch gefallen hat natürlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch über ein Abo sehr freuen. Und ein Teilen wäre natürlich super. Und ich freue mich natürlich jetzt überhaupt nicht, dass wir hier irgendwie 3 Chaoten hier vor uns haben. Das Ding habe ich jetzt so dran vorbei. Mal gucken, wie wir es schaffen. Sieht aus wie alle, würde ich sagen. So, ja, genau. Falls ihr irgendwelche Ideen, Wünsche, Kommentare, irgendwo was zu habt, schreibt das lieben gern in eben solchen entsprechenden Kommentarbereich. Ich möchte den Verkauf jetzt noch eben kurz hier anklicken. Liegt einfach daran, dass ich nicht weiß, wenn ich den Spielstand jetzt abspeichere, aber das ist erstmal die letzte Folge, die ich jetzt erstmal für diesen Aufnahmezyklus hier aufnehme. Da wollte ich das natürlich jetzt eben kurz noch an den Mann, Frau oder was auch immer bringen. 170.000 fast, das ist doch mal super. Weil wenn man es lädt, kann sein, dass der Preis dann wieder schlechter ist. Ne? So, ja, aber dann, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal.